Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag, 20 nach 10. Und ich sitze hier am Ende der Strandpromenade, also die ist direkt vor mir, seit einer knappen Stunde, um meine beiden Handys aufzuladen. Die waren nämlich beide, kann man sagen, leer. Leer. Ja, das eine hatte noch 1% und dieses hier noch 3%. Ja. Ich möchte euch gerne ein bisschen erzählen, was so die letzten Tage bei mir gelaufen ist. Auf jeden Fall waren sie sehr anstrengend und sehr schmerzvoll. Ja, ich war ja zuletzt oben in Las Trincheras, hatte ja dort so einen wunderschönen idyllischen Schlafplatz gefunden. Nachts hatte ich dort ein fantastisches Sternenfirmament. Und die Mondsichel schien auch über mir. Nichtsdestotrotz konnte ich auch dort kaum schlafen, obwohl die Padelas nicht kamen, weil ich einfach so viele Schmerzen hatte, ja, in meinem rechten Bein, im Oberschenkel, also in der Hüfte, in den Oberschenkel, Wade und Fußknöchel. Ich hatte nur noch eine einzige Schmerztablette. Da habe ich die in der ersten Nacht eine halbe genommen, in der zweiten Nacht eine halbe und der dritten hatte ich gar keine mehr. Ja, trotzdem habe ich sehr genossen dort, ja, abends, weil es einfach so schön ruhig war und ich dann nur noch das Grillenzirpen gehört hatte und auch morgens, weil da nur ein leises Zwitschern zu hören war. Ja, was ihr hier hinter mir hört, sind wieder die kleinen Singvögel, Canarios, glaube ich, auch genannt. So schön, wie die zwitschern. Allerdings ja in Mini-Käfigen. Aber ja. Ja, ich habe mich einfach die Zeit, die ich da oben war, viel zu sehr überanstrengt, indem ich immer wieder von dem Höhlenvorsprung dort dann abends hingelaufen bin und am nächsten Morgen wieder zurück und ja, halt immer wieder viel Zeug geschleppt habe und auch schon die ersten, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Nächte, die ich in den Höhlenvorsprung geschlafen hatte, auch dort nicht gut geschlafen habe. Erstens war es halt wegen den Padelas, weil die sehr lange noch sehr laut waren. Und zweitens war es dort sehr unbequem. Ja, das alles war zu viel für mein Bein oder mein Körper. Ja, und deswegen hatte ich, ach so, genau, am letzten Morgen, das war voll witzig, da war ich in der Nacht auch erst, weiß ich nicht mehr, um 4 oder 5 Uhr morgens endlich mal eingeschlafen. Und dadurch bin ich dann auch am nächsten Morgen nicht früh wach geworden. Und es war dann schon, ich weiß nicht, 8:30 oder so. Ich war gerade so schön gemütlich am Wachwerden. Da kam ein kleinerer LKW auf mich zu. Mit 2 Männern drin, also so Arbeiter. Und ich habe mich natürlich total erschreckt. War noch völlig verschlafen. Und dann haben sie gefragt, ob ich die Terrasse freimachen könnte, weil sie gerne die Pflanzen dort ja mit diesem speziellen Mittel einsprayen wollen. Das ist aber keine Chemie, ich kenne das. In Vallehermoso benutzen die Einheimischen das auch. Dann habe ich gesagt, ja klar, ich bin gleich weg. Und dann meinte einer der beiden, ja, so in 5 bis 10 Minuten, lass dir ruhig Zeit, ne? Und ich habe gedacht, die schimpfen, oder? Und scheuchen mich weg oder holen die Guardia oder was weiß ich nicht noch. Und dann habe ich langsam zusammengepackt und dann meinte der andere dann zu mir, ob ich einen Kaffee möchte. Total nett. Und normalerweise trinke ich ja keinen Kaffee mehr, schon lange nicht mehr. Aber da ich so platt war, habe ich gedacht, ach komm, dann nimmst du den jetzt mal an. Dann hat er gefragt, ob ich eine kleine Tasse oder irgendein Gefäß habe. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe eine leere Kunststoffflasche, so eine Wasserflasche. Die kann ich eben oben aufschneiden. Dann kann er mir da ein bisschen was eingießen. Ja, das hat er dann auch gemacht.
Und der Kaffee hat richtig lecker geschmeckt und vor allem richtig gut getan auch. Ja, dann habe ich noch gemütlich alles zusammengepackt und bin dann gegangen. Aber das hat mir auch gesagt, es ist besser, nicht nochmal dort zu schlafen, weil, ja, genau. Dann bin ich wieder zurück zur Höhle und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich, also das ja, hatte ich auch schon den Tag davor, dass ich dann Las Trincheras verlasse, weil es da oben einfach zu anstrengend für mich ist. Genau, was auch noch so sehr anstrengend dort war, war das Wasserholen von dem Friedhof, weil es ist ein ganz schönes Stück entfernt. Und auch da habe ich es natürlich direkt wieder übertrieben, habe dann 2 Achter geholt beim ersten Mal. Und da bin ich fast zusammengebrochen, also nee. Weil ich halt dachte, ja, dann habe ich erstmal 1-2 Tage Ruhe und muss dann erstmal nicht mehr gehen, ne? Aber das war doch nicht so vernünftig. Naja, auf jeden Fall habe ich noch den Tag davor meine komplette Wäsche da oben gewaschen. Das war toll. War zwar auch anstrengend, aber war super. Bis halt auf meinen Schlafsack. Ja, und dann habe ich alles zusammengepackt und alles vorgeschleppt. Und auch das, boah, es war wieder so anstrengend. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt mal vorne bei den Ferienwohnungen war. Und ich wäre gerne noch hier runtergelaufen mit dem ganzen Zeug, aber ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich halt ein Taxi gerufen. Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich da endlich mal einen erreicht hatte. Ja, und dann kam dann auch einer und hat mich erfreulicherweise hier runtergefahren. Das war auch gar nicht so teuer, hat nur 6 € gekostet. Da war ich echt angenehm überrascht. Ich dachte, dass das mindestens 10 € kostet. Ja. Ja, dann als ich dann hier ankam, habe ich auch erstmal wieder die ganz schweren Sachen verbunkert, weil ich einfach keine Kraft hatte, damit noch irgendwo hinzulaufen. Und habe gedacht, jetzt ruhe ich mich erstmal irgendwo ein bisschen aus. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, zuerst wollte ich ja hier unten im Ort, in dem Raum mit dem Graffiti, zumindest mich tagsüber aufhalten. Und Moment, ich mache die Kamera mal anders. Der Hintergrund zwar nicht mehr so schön, aber es ist für mich bequemer. Ja, dann habe ich mich auch ein klein bisschen ausgeruht. Und habe dann überlegt, ich laufe mal jetzt zu dem Raum und schaue mir den erstmal an. Wie der jetzt mittlerweile aussieht, ob da jemand drin ist oder wie oder was. Und auf dem Weg dahin habe ich dann jemanden kennengelernt. Und die Person hat gesehen, dass ich völlig K.O. bin, nicht mehr kann. War dann auch sehr hilfsbereit. Und ja, ich hatte eigentlich vor, mit dem letzten Bus, der kommt, glaube ich, um 7, also um 19 Uhr, dann hoch nach... Ja, also da, wo der Shop halt ist, der kleine, wo auch das Hotel Jardin Ticina ist. Aber da ist halt nur eine Station und die wäre noch ganz weit unten gewesen. Das heißt, ich hätte von da aus noch ein ganzes Stück weiterlaufen müssen bis dorthin, wo ich wollte. Und mit dem ganzen Zeug, nee, ich hätte es nicht gepackt. Unmöglich. Und dann meinte der, den ich da kennengelernt hatte, ja, er wäre gerade im Raum jetzt seit ein paar Tagen. Er hätte da jetzt auch mal ein bisschen sauber gemacht, 2 Betten hergerichtet, falls jemand anders da auch mal mitschlafen möchte oder so. Ne? Und er meinte, ja, du kannst gerne mit zu mir kommen. Ne? Hab ich überlegt. Ja, und da ich einfach so kaputt war und er so nett und hilfsbereit war, habe ich gedacht, okay, ich wage es. Ja, das habe ich dann auch gemacht, das ging auch gut. Genau, und zum Abend hin ging es mir immer schlechter. Also ich konnte eigentlich praktisch nicht mehr laufen, ja. Und dann meinte er, komm, wir gehen jetzt zusammen zum Centro de Salud. Da hat es eine deutsche Ärztin, die kenne ich ja auch. Und dann soll die dir eine Schmerzspritze geben. Ja, das haben wir dann auch gemacht, bin ich hin. Und sie hat mir sogar 2 Schmerzspritzen gegeben, 2 verschiedene. Und noch 2 so kleine Brausepulverpäckchen. Ibuprofen hat sie mir noch dazu geschenkt. War auch sehr, sehr nett. Ja, das hat dann auch geholfen.
es hat es erstmal sehr entspannt und dann wurden die Schmerzen auch weniger. Ja, dann sind wir dann in die Ruine, haben uns dann später hingelegt, aber kaum lag ich, fing es trotzdem wieder an, die Stiche, trotz zwei Spritzen, ne? Echt krass. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ja. Und dann habe ich aber, dann habe ich halt von dem Brausepulver dann irgendwann was genommen, weil ich es nicht ausgehalten habe und dann wurde es dann auch besser. Aber trotzdem habe ich auch da dann erstmal nicht so gut geschlafen. Oh, hier ist gerade eine Mango runtergefallen. Über mir ist ein Mangobaum. Moment, ich schau dir mal eben an. Ein Geschenk des Himmels. Ja, die ist doch schön. Das sind auch meine Lieblingsmangos. Voll geil. Danke, geliebtes Universum. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, ich konnte halt trotzdem nicht so gut schlafen, weil ich halt auch nicht allein war und ich wusste, kann ich dem trauen und so. Ne? Ja, könnt ihr sicher, ihr weiblichen Zuschauer euch sicher oder mir das sicher nachfühlen. Nee, aber er war korrekt, war alles okay. Ja, und eben, ich hatte vor, ursprünglich in den wunderschönen Park Las Heras zu gehen. Den habe ich euch auch schon in einigen Videos gezeigt, also meinen Zuschauern, die von Anfang an mit dabei waren oder immer noch sind. Und dachte mir, ich suche mir einfach da weiter hinten ein schönes kleines Plätzchen und schlafe dort dann. Und tagsüber verbunkere ich meine Sachen. Und dort hat es ja eine Außenküche sozusagen. Richtig schön, mit einem, weiß ich nicht mehr, mit einem einer marmorierten Ablage oder Fliesen und auch einer Fliesenwand und einem Waschbecken. Gut, da läuft halt kein Wasser, aber da habe ich ja auch mal ein Rezeptvideo gedreht, in dem ich, was hatte ich denn da noch gezeigt in dem Video? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube so Pfannkuchen irgendwie. Ja. Und da hat es ja auch Tische und Bänke. Deswegen dachte ich, ja, dann kann ich mich tagsüber da schön aufhalten, kann dann bequem auf einer Bank sitzen und am Tisch frühstücken, kann bei der Außenküche kochen. Wäre doch auch nicht schlecht gewesen, ne? Ja, aber es ist ja nun mal ein öffentlicher Park und da darf man halt auch nicht schlafen, ne? Ja. Und wenn mich dort dann einer gesehen hätte, weiß ich nicht, ob die dann auch so nett gewesen wären. Hätte ich vielleicht auch Ärger bekommen, man weiß es einfach nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, doch hier unten zu bleiben. Und auch deshalb noch, weil ich hier halt einfach direkt bei der Stadt bin. Ja? Komm ganz nah ans Wasser ran. Und genau, jetzt hat sie hier auch so eine Solarladestation. Genau in Bienenweihe-Kranrei. Richtig cool, wo ich meine Handys laden kann. Und Internet habe ich ja auch. Von daher, ja, dann das Meer direkt vor der Tür. Was will man mehr, ne? Und wenn ich Ruhe haben will, dann kann ich hier ja auch irgendwo hingehen, wo es ruhiger ist. Ich meine, in der Ruine ist es ja auch ruhig. Es ist halt nicht so schön, ne? Sieht halt nicht so schön aus, aber, ja. Ja, so sieht's aus, Leute. Deswegen habe ich auch die letzten Tage kein Video gedreht. Wäre ich gar nicht fähig zu gewesen. Ne, ich war viel zu K.O. Ja. Ja, somit habe ich die Pläne nochmal geändert. Es sind noch andere Dinge geschehen in den letzten 2-3 Tagen. Die erfahrt ihr aber erst in einem der nächsten Videos, ne? Damit es noch spannend bleibt. Ihr werdet euch wundern. Da rechnet ihr bestimmt nicht mit. Ich habe selber nicht damit gerechnet. Ja, dann zeige ich euch mal eben die Solarladestation hier. Guckt mal mit. Ach so, ich war dann übrigens 2 Tage später nochmal bei diesem Ärztehaus, weil ich dann immer noch oder wieder so Schmerzen hatte. Und dann hat mir die deutsche Ärztin nochmal 2 Spritzen gegeben. Ja, es war wirklich heftig. So, dann schaut mal.
Also hier ist direkt daneben eine Bank, ne? Da kann man sich dann, also man kann sich entweder hier hinsetzen oder hier hat es auch nochmal zwei Möglichkeiten, rechts und links. Und hier hat es vier verschiedene Anschlüsse und hinten auch. Richtig cool, man braucht noch nicht mal einen Stecker. Ja, nice, ne? Sowas fehlt in Bad Meinberg. irgendwas wollte ich noch sagen. Oh, also ich bin immer noch nicht richtig fit. Aber ja, gestern habe ich mehr oder weniger den ganzen Tag einfach nur gelegen. Auf meiner Matratze halt. Und habe mich ganz, ganz viel ausgeruht und habe mir auch gedacht, dass ich das heute auch teilweise noch mache. Schön im Hintergrund. Mal schauen, so rum vielleicht. Ja, ich glaube, so rum ist schöner. Ja, genau, und das hat mir auch richtig gut getan. Und nicht diese Nacht, sondern die Nacht davor. Da bin ich zwar dann auch früh eingeschlafen, so gegen 23.30 Uhr und habe bis um, ich weiß nicht mehr, 8 Uhr morgens geschlafen. Aber ich bin so oft wach geworden in der Nacht, weil ich immer wieder so Schmerzen hatte im Bein und auch so in der Nierengegend. Und in der Nacht dann mehrmals immer wieder von der Brausetablette genommen. Das war echt heftig. Ach ja, und mittlerweile war ich auch zweimal bei der Apotheke, weil ich dann gedacht habe, ich kaufe mir jetzt einfach selber Schmerztabletten. Habe ich aber erst falsche geholt. Also ja, das waren so Gelkapseln. Und in dem müden Kopf habe ich das gar nicht gemerkt. Ja, und zu Hause angelangt habe ich es dann gesehen. Weil die kann ich nicht einnehmen, die kriege ich nicht runter. Und da ich aber so Schmerzen hatte, dann habe ich einfach so eine Kapsel rausgeholt und habe die dann mit der Gabel eingestochen und habe das so getrunken. Oh mein Gott. Wenn man das so pur trinkt, das ist so scharf. Das hat so gebrannt im Mund, als hätte ich eine Peperoni gegessen. Boah, das habe ich dann schnell bereut. Ja, und so konnte ich sie dann aber auch nicht mehr umtauschen. Naja, und jetzt habe ich mir dann gestern die hier geholt. Ibuprofeno, das sind halt nur 12 Stück drin. Das sind auch so kleine Brausepäckchen. Die haben aber nur so, ja, um die 6 Euro gekostet. Das geht ja noch, ne? So sehen die aus. Ja, lieber hätte ich richtige Tabletten gehabt. Die gibt es hier aber nur in 600 Milligramm. Und ab 600 Milligramm ist es verschreibungspflichtig. Ich glaube, bei uns in Deutschland auch, ne? Ja, jetzt bin ich froh, dass ich die habe. Ja, und diese Nacht habe ich jetzt schon deutlich besser geschlafen. Habe auch wieder früh alles dicht gemacht, mich hingelegt, weil ich immer noch so müde war. Boah, jetzt wird's wieder heiß. Und wie lange läuft denn das schon? Oh ja. Beim Einschlafen hatte ich diese Nacht vielleicht 5% Schmerzen. Wow, so schön. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was sind die Schmerzen geblieben? Das war richtig schön. Ja, aber in der Nacht bin ich trotzdem 3-4 Mal auch heute Nacht wieder wach geworden und hatte dann Schmerzen, aber nicht mehr so stark. Dann habe ich nur noch ein ganz klein bisschen von den Brausetabletten genommen. Ja, ich werde mich heute auch noch mal schön schonen. Und dann hoffe ich, dass ich dann morgen, spätestens übermorgen, wieder die Alte bin. Oder die Neue, sagen wir mal, die Neue. Die Alte kann ich ja nicht mehr sein. Das ist ja vorbei, ne? Ja, genau. Das wollte ich euch alles erzählen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen entspannten restlichen Sonntag. Sende euch liebe Grüße vom Player Santiago und ja, sag mal, bis dann. Ciao.